Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Arcania. Wir befinden uns hier. Wie kann ich dir helfen? Ja. Bei den drei Großmeistern. Was tust du hier? Ich kann die Präsenz der Anbael immer noch spüren. Und im letzten Part hatte ich nochmal gefragt, müsste hier nicht irgendwie eine Feuerhuppe sein? Nein, müsste sie nicht. Die kommt nämlich erst später. Aber ich sehe, ich habe Lernpunkte, die ich investieren kann. Das machen wir jetzt gerade mal. Wir sind jetzt Stufe 28. Das heißt, wir haben noch ein paar Level vor uns. Sind schon relativ weit im Spiel und haben jetzt drei verschiedene Wege, die Barriere zu überwinden, indem wir die Herzen der Anbael oder Sternenerz sammeln oder eben eine Mana-Rune entfernen. Ich werde quasi, wenn wir jetzt auf die Map gucken, ich muss auch Deutsch lernen, erstmal das Sternenerz sammeln, bis auf das hier. Und die Anbael töten, bis auf die hier. Ja. Und dann gucken wir mal, was wir als letztes machen. Weil ich weiß, ich kann die anderen Sachen nicht machen. Wenn... bestimmte Sachen erledigt habe. Jetzt ist die Frage, habe ich die Innos-Statue hier schon mitgenommen? Ja, ne? Ich kann einfach gucken. Questgegenstände 29. Da ist noch eine. 28 habe ich, 29 brauche ich. Aber ich schätze mal, die habe ich noch schon mitgenommen. Ich hoffe es einfach mal. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Wow. Dafür haben wir ein neues Schwert. Das ist quasi... ich hätte jetzt gesagt, das beste Zweihandschwert, aber das ist es tatsächlich nicht. Das kriegen wir nämlich noch. Das kriegen wir nämlich noch. Ich habe den tatsächlich nicht gesehen, ne? Aber es ist, sagen wir mal so, es ist... wenn man jetzt nicht auf die Suche nach ein paar Quests geht oder Nebenquests macht, ist es von der Hauptquest her das beste Zweihandschwert. Wow. Das war so klar. Oh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, ne? Tempelweg. Aha, okay. Hier bin ich bei Diegos Anwesen. Ah, okay. Ja, ja. Dann weiß ich, wo ich bin. Dann weiß ich tatsächlich, wo ich bin. Und ich muss dran denken, dass ich noch was erledigen wollte. Mächtiger Heiltrank. Geht's denn hier lang? Das ist das Grab von Lord Dominique, ne? Tatsache. Okay, hier war ich ja schon, ne?
Dann geht's hier zurück zur Festung. Okay. Geht's denn hier lang? Zum Graben. Hier bin ich auf dem Tempelvorplatz, ne? So, Anbael. Gut. Was ich mich jetzt frage, wie sieht es bei König Rober aus? Jetzt bin ich tatsächlich hier in der Burg schneller, ey. Das ist Wahnsinn. Also in Räumen quasi bin ich hier schneller. Okay. Ein Söldner? Nein, nein! Ach, Sternenerz gibt's ja in der Burg. Ja, genau. Was? Ich möchte. Habe ich beinahe schon wieder vergessen. So hatte ich die sortiert, ne? Gut. Das sieht gut aus. Fernkampfwaffen. Sind die weg? Und hier sieht man es nochmal bei sonstiges. Seterifische Seide gibt es halt leider nur 7 Stück. Warum auch immer. Warum die Entwickler da nicht 10 Stück gemacht haben, versteht einer. Stehe, wer will. So, Sternenerz. Was für eine ruppige Gestalt. Na? So, dann werde ich mich mal jetzt hier ein bisschen schneller fortbewegen. Da ist eine Anbael, ne? Muss hier aber trotzdem nochmal hin. Ruinos, beschütze uns in unserer Not. Weil hier gab es nämlich diese Paladine, mit denen ich nochmal brechen wollte. Scheinbar haben die aber nichts. Okay. Dann hat sich das auch erledigt. Ruinos, beschütze uns in unserer Not. So, Tempelviertel.
Ich will nämlich jetzt hier lang. Hier waren wir jetzt. Aber hier waren wir noch nicht. Wie man unschwer an den Gegnern erkennen kann. Hier kommt mir keiner rein, tot oder lebendig. Hier kommt mir keiner rein, tot oder lebendig. Aber nochmal, die sind doch weder tot noch lebendig. Also müssen die eigentlich reinkommen. Ich habe noch nie einen Paladin mit einer Armbrust gesehen, um ehrlich zu sein. So. War da jetzt irgendwas? Tür. Okay. Gehen wir erstmal hier rein. Velias Blut. Goldene Innerstatuette. Eine Statuette. 29 von 30 Stück. Und hier ist irgendwo Gegner. So, haben wir. Und ein vergessenes Grab. Ach du Scheiße. Ja. Vergessenes Grab. Rune der eisigen Macht. Wow. Wir haben die Rune der eisigen Macht erhalten. Erledigte Aufträge. Die vergessenen Gräber. Du hast die Gräber der Hofmagie des ersten Sitarifischen Königs gefunden. In den Gräbern hast du die Bruchstücke eines alten Runensteins gefunden. Du konntest die Bruchstücke zusammenfügen und hältst jetzt die Rune der eisigen Macht in deinen Händen. Eine uralte Rune der Jakendara. Mit deren Hilfe du alle, die dir zu nahe kommen, einfrieren kannst. Ja. Die tolle Rune. Diese hohe Rune strahlt in einer kurzen Entfernung bittere Kälte in alle Richtungen aus. Der Kälteschock verursacht Schaden und friert alle Ziele ein. Das Erleiden von Schaden lässt sie vorzeitig auftauen. Fehlt mir eigentlich nur die Erdbebenrune. So,
Haben wir das auch? Sternenerz. Wow. Ich glaube, ich habe die noch nie mitgenommen. Jenos Statuetten. Noch nie. Ich habe die bisher noch nie gesehen. Deswegen habe ich die wohl noch nie mitgenommen. Das ist das erste Mal, dass ich da welche gesehen habe. Aber gut. Kann man mal machen, ne? Ach, wieder ein Schloss. Das war beinahe zu spät. Metallische Sturmhaube der Macht. Leichter Kopfschutz. Eins der ersten Rüstungsteile für Kampfmagier, die Robert der Dritte für seinen Feldzug im Auftrag gegeben hatte. So, du kommst hierhin. Fehlt mir noch ein siterifischer Nasenhelm. Und die ganzen Rüstungen. Wie den Kopfschutz für den Fernkämpfer und den Kopfschutz für... Nee, Fernkämpfer habe ich. Ich sehe so. Okay, wenn man weiß, wo man hin muss, ist es eigentlich easy. Wo muss ich denn da hin? Außenrum, okay. Innos-Tempel, ja, okay. Ja, so langsam habe ich die Karte im Kopf. Eigentlich müsste hier eine Ambaye sein, aber man sieht, ich komme ja nicht über den Zaun. Okay. Gut, ich will aber noch hier hin, weil hier ist noch Sternenerz. Und ich übersehe das fast. Mal aufgefallen, dass hier überhaupt keine Zombies mehr aus der Erde kommen? Seit wir Drohan besiegt haben, kommen nämlich keine Zombies mehr aus der Erde.
Ja, das war Pech jetzt, dass er mich noch erwischt hat. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich die Untoten wesentlich schwieriger in Erinnerung habe. Mensch, mein Deutsch. Ist wieder top, ey. Die habe ich nämlich tatsächlich auch schwieriger in Erinnerung. Die erste Magier. Feiner Paladin. Easy. Easy. Easy ist sie. So, ein Tor ist noch zu. Rito. Gut, was habe ich denn jetzt? Ich habe das hier eingesammelt. Ich habe das eingesammelt. Die zwei Sachen. Muss ich noch hier ins Armviertel und die zwei. Dann kann ich das noch machen. Dann würde ich sagen, machen wir das. Gehen hier zurück in den Tempel. Belia-Kultisten waren auch richtig easy, ey. Auch wenn sie sehr asozial waren. Einfach abgehauen sind. Zu der Barriere, aber sonst waren sie halt easy. Die hatten halt auch nichts entgegenzusetzen. Ich kann ihn spüren, ja. Und dann spür du mich mal. Und tschüss. So. Wie gesagt, jetzt müssen wir ins Armviertel. Ich sehe, wir sind schon bald wieder ein Level up. Dann habe ich da schon Lester erspäht, der mal wieder einen schwarzen Kopf hat. Und mein Freund, wie geht's? Frage ist, wie geht's dir? Deinem schwarzen Schädel. Natürlich kann ich hier nicht hochspringen, ey. Hier ist kein Platz mehr! Halt die Klappe. Heiltrank gefällig. Nein, danke. So, hier ist das Sternerz. Und auf dem Schiff war noch eins, genau. Mit sogar einem Schild von König Hober. Es gibt hier zwei Leuchttürme, sehe ich gerade. Irgendwo hier muss... Ah, da. Gut. Wie würde ich denn zu dem kommen?
mich auch. Herz einer Ahnbar-Ehe. Ich hoffe, die meinten den Leuchtturm hier. So war ja die Weissagung von Medarion. Mana-Rune, Tatsache. Sehr gut. Ich kann das nächste Echo vernehmen. Ich blicke auf und sehe die Festung hinter dem Berg hervorragen. Groß und bedrohlich. Hinter mir brüllt jemand knappe Befehle. Vom Gleichschritt aufgewirbelter Staub weht zu mir hinüber. Ja, das ist die Bastion. Safe ist das die Bastion. Wir gehen aber tatsächlich erst ins Abendviertel, bevor wir zur Bastion gehen. Tun dort nämlich das Sternerz. Wir gehen nicht dahin, wir gehen nämlich dorthin, wo ich letztes Mal schon war. So ein Garten oder sowas war ich, ne? Hier drin? Nee, ne? Nee, da oben war ich, genau. Ja, genau. Da oben war ich. Richtig. Nämlich hier irgendwo. Ah. Hier liegt nämlich das Sternerz. Aha. Hier ist auch noch eine Truhe. Ich hasse die Schlösser, ey. Bin so froh, wenn ich das nicht mehr machen muss. Ich sehe die auch nicht. Ich sehe die halt einfach nicht. Erzgeschmiedetes Bastardschwert, Ring des Hofmagiers. Oder Hochmagiers, keine Ahnung. Ganz wichtig, die Fleischwanzen. Sonst ist hier nichts. Ein schwarzer Diamant. Ich glaube, den Gang habe ich auch noch nie benutzt. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich diesen Gang hier benutze. Ich frage mich, wo der mich hinführt. Ah, Festung. Okay, ich bin an der Festung.
Ah, ja, okay. Ich weiß, wo ich bin. So. Ein Edelmann von einer fernen Insel. Du beliebst zu scherzen. Was für eine ruppige Gestalt. Ich habe genau dieselbe Rüstung wie alle anderen Paladine an. Das war, glaube ich, nicht gut. Ups. Wo bin ich? Am Leuchtturm? Am Leuchtturm. Okay. Ich blicke auf und sehe die Festung hinter dem Berg hervorragen. Groß und bedrohlich. Hinter mir brüllt jemand knappe Befehle. Vom Gleichschritt auf. Tja, shit happens, würde ich sagen, ne? Dann gehen wir den Weg halt nochmal. Sowas kann auch nur ich, ey. Aber ich weiß ja jetzt, wo das Sternerz liegt. Jetzt suche ich ja nicht wie ein Blöder. Sondern weiß, wo ich sofort hingehen kann. So, was steht denn hier jetzt? Medarion hatte zur zweiten Mana-Runde die folgende Vision. Er hat aufgeblickt und die Festung hinter dem Berg hervorragen sehen, groß und bedrohlich. Hinter ihm hat jemand knappe Befehle gebrüllt. Vom Gleichschritt aufgewirbelter Staub ist zu ihm hinübergeweht. Lingal will die Barriere mit Hilfe der Macht Belias brechen. Bla bla bla. So. Sternerz brauche ich dann, wie gesagt, auch nur noch eins. Nur noch das im Tempelviertel oder Tempeldistrikt. Ach, ist schon wieder die scheiß Truhe. So. Speichern, bevor ich die Truhe nochmal machen muss. So. Unser. Und? Wie kann ich dir helfen? Zurzeit gar nicht. Das macht hier kaum Schaden, ne? So, meine Frage, die sich mir jetzt stellt, wenn ich die Armbar-Ehe hier töte. Sind die andere Missionen dann vorbei, oder?
Okay. Du hast alle Anbar-Ehe in der Stadt besiegt. Bring ihre Herzen zu Ninga, der im Innos-Tempel auf dich wartet. So. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, die wäre hier irgendwo. Oder halt den Berg hervorragen. Oder hier halt. Könnte nämlich auch hier sein. Da. Ja. Tatsache. Yes, sir. Ausgezeichnet. Einen Moment. Ja, jetzt sehe ich es. In der Ferne ragen links die Klippen aus dem Meer. Im rechten Augenwinkel stehen die Leuchttürme. Lautes Gefeilsche dringt von weit unten zu mir hinauf. Lenkt mich von meiner Aufgabe ab. Hinter mir das Wispern von Samt und Seide. Das Klirren einer Rüstung. Parfümierte Gestalten rauschen an mir vorbei. Ich würde sagen, das ist im Thronsaal. Könnte tatsächlich im Thronsaal sein. Ich weiß aber, wenn ich die Mission mache, dass auf jeden Fall die Barriere zerstört wird. Was? Wo? Deshalb würde ich sagen, machen wir als allererstes mal die Mission und gucken, wie viel Erfahrung wir dann haben. In dem Turm würde ich nämlich irgendwo sagen. Da. Ausgezeichnet. Komm jetzt zurück zum Innos-Tempel. Rede mit Medarion. Okay. Hallo. Was haben wir denn jetzt? Großmeister von Trushu kennt verschiedene Wege, die Barriere, die das Amulett des Schläfers umgibt, zu brechen. Du hast die letzte verbleibende Mana-Rune gefunden und aus ihrer Verankerung gelöst. Medarion ist jetzt dazu in der Lage, die Barriere, die das Amulett des Schläfers im Innos-Tempel umgibt, zu brechen. Er hält sich wahrscheinlich im Innos-Tempel von Zonyara auf. Du hast alle Anbar-Ehe in der Stadt besiegt. Bringe ihre Herzen zu Ningal, der im Innos-Tempel auf dich wartet. Wilden hingegen schlägt vor, die Barriere zu bannen. Dafür benötigt er allerdings 7 Brocken Sternerz. Er hat dir erzählt, dass es tatsächlich Sternerz und Zonyara gibt, aber es ist über die ganze Stadt verteilt. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder Erfahrung bekommen. Wir können jetzt zum Tempel. Ich meine, hier geht's auch zum Tempel, ne? Das war doch so. Ja. Da oben ist der Tempel schon.
deswegen nehme ich mir jetzt nochmal das letzte Sternerz. Dann haben wir nämlich alle Sachen. Sternerz erhalten. Spielstand erfolgreich erstellt. Rede mit Merdarian oder bringe die Herzen der Anbail zu Ningal oder bringe das Sternerz zu Milton. Du hast alle 7 Brocken Sternerz gefunden. Bringe sie zu Milton, damit er sie dazu verwenden kann, die Barriere, die das Amulett des Schläfers umgibt, zu bannen. So, speichern wir. Machen wir erstmal Ningal. Die Herzen. Gib sie mir. Hier sind die Herzen. Endlich. Ich habe alles vorbereitet. Die Barriere wird fallen. Erfahrung haben wir dafür bekommen. 1900 Erfahrung insgesamt. Also haben wir jetzt... Moment, wo ist der Zettel? Da. Und der Stift. Ningal haben wir... 2, 3, 0, 4, 7, 6. Die Barriere, die das Amulett des Schläfers umgeben hat, ist gefallen. Jetzt kannst du das Amulett des Schläfers an dich nehmen. Könnten wir später reden? Ich muss nachdenken. So. Sei mir gegrüßt. Dann machen wir Merdarian. Gute Arbeit. Ich konnte spüren, wie du einen Mana-Strom nach dem anderen zum Versiegen gebracht hast. Warum steht die Barriere noch? Es sind noch Mana-Reserven vorhanden, aber die sind schnell aufgezehrt. Kollabieren dürfte sie in... jetzt. Nochmal 900. Ja. Und wir haben genau dasselbe. Okay. Herz der Anbail entfernt. Das Sternerz behalten war. Okay. Was willst du? Dann würde ich tatsächlich sagen, Milton. Ich habe 7 Brocken Sternenerz. Hier, nimm. Ausgezeichnet. Ein großes Ritual ist nicht vonnöten. Mit so viel roher Kraft können wir die Barriere einfach bannen. Und da haben wir auch dasselbe. So, jetzt sind die Mana-Runen entfernt. Ein Stück und Herz der Anbail. Sehr gut. So, die Barriere, die das Amulett des Schläfers umgeben hat, ist gefallen. Jetzt kannst du das Amulett des Schläfers an dich nehmen. Schläferamulett. Es war also tatsächlich das Amulett. Gut. Und ob das gut ist? Ich bringe es jetzt zum König. Nein. Wenn du jetzt sagst, dass du auch mit Xesha und deiner Decke steckst, werde ich sauer. Das Amulett in seinem jetzigen Zustand wird dem König nicht helfen. Es muss zurück zum Kloster auf der Meeresklippe gebracht werden. Das ist ein weiter Weg. Hoffentlich haben die Untoten Diegos Boot nicht versenkt. Bring das Amulett zu mir. Ich habe vorsorglich die Fassung bergen lassen. Du wirst sie brauchen. Die Fassung? Wenn du im Kloster bist, wirst du verstehen. Der nördliche Leuchtturm von Sorniara liegt direkt über einem Mana-Knoten. Ich habe dort einen Teleportationszauber vorbereitet. Er wird dich zu meinem Turm bringen. Von dort aus ist es nicht mehr weit zum Kloster. Du meinst den Leuchtturm, der unheimlich glüht? So ist es. Dein Weg führt durch den Friedhof. Ich habe Gorm beauftragt, das Tor aufzubrechen und den Weg für dich freizuräumen.
Dort steckt er also. Quest aktualisiert. Das Amulett des Schläfers. So, wieder 3 Erfahrungspunkte rein. Wir sind Stufe 29. Und der Auftrag, Sardas hat dir offenbart, dass das Amulett noch eine Fassung benötigt. Er hat dich darum gebeten, zu ihm in seinem Turm zu kommen. Die Fassung hat er bereits geborgen. Der Teleporterkreis, mit dessen Hilfe du zu Sardas gelangen kannst, befindet sich auf dem nördlichen Leuchtturm. Um ihn zu erreichen, musst du den Friedhof durchqueren. Gorn kann dir den Weg erklären. Er befindet sich auf dem Friedhof von Sanyara. Ihr habt nichts mehr. Das ist schade. Gut, und dann würde ich sagen, beende ich den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ciao und macht's gut.